meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal wieder mit, weil ich einfach so ein bisschen Lust habe, mit euch zu quatschen. Und dann ist es ja immer ein perfekter Tag zum Vloggen, finde ich. Und deswegen starten wir jetzt in den Tag. Wir sind schon seit eineinhalb Stunden ungefähr wach. Und ich habe auch schon so ein bisschen was gemacht, Wäsche aufgehängt. Die habe ich gestern Abend noch schnell in die Waschmaschine gesteckt. Jetzt läuft Nala hier die ganze Zeit um meine Beine rum. Genau, dann ist gerade unser Staubsaugerroboter am Saugen, wie ihr, glaube ich, hört. Lia spielt gerade im Schlafzimmer. Ich bin hier bei ihr im Zimmer. Und ich habe jetzt gerade noch Wäsche, Wäsche im ganzen Haus eingesammelt, um das gleich auch noch zu waschen. Das werden nachher bestimmt zwei Waschmaschinen, weil ich habe echt viel angesammelt. Ich glaube, das seht ihr auch da. Ja, genau. Da stehen die zwei Körbe. Genau, das muss ich gleich noch machen. Dann habe ich gleich noch vor, meine Haare kurz zu machen. Also ich wollte eine Haarmaske heute mal wieder machen. Und genau, das mache ich dann auch gleich. Dann wasche ich die Haare nachher noch schnell. Und dann wollte ich eigentlich auch noch heute zu meiner Schwester. Ich muss gucken, ich habe halt noch echt viel zu tun und ich muss schauen, ob ich das dann noch schaffe. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, ich möchte erstmal das alles gemacht haben, was ich noch machen wollte. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann fahre ich zu meiner Schwester. Weil das ist halt schon immer eine längere Fahrt. Also eine Stunde fahre ich immer ungefähr. Und das dann mit der Kleinen hin und zurück ist schon immer ein bisschen schwieriger. Aber ihr werdet es auf jeden Fall im Titel lesen, ob ich dann zu meiner Schwester fahre oder nicht. Dann wisst ihr jetzt mehr als ich. Das ist skurril. Aber gut, ihr wisst auf jeden Fall mehr als ich. So, genau, was habe ich heute vor? Ich habe vor... Gott, ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen. Ich weiß es selber nicht. Aber ich habe ein bisschen mehr zu tun. Unter anderem hier Stoffbindelwäsche. Haarmaske sitzt. Ich habe heute mal eine neue ausprobiert. Papaya ist das. Ich bin sehr gespannt, wie sie ist. Und genau, kann ich auf jeden Fall nachher berichten, beziehungsweise euch das Ergebnis zeigen. Die Kleine spielt gerade mit der Katze und ich habe die Kleine schon fertig gemacht, aber noch im Schlafanzug gelassen. Da seht ihr sie. weil ich ja dachte, sie kann noch ein bisschen im Schlafanzug rumlaufen. Na, hier ist die kleine Maus. Nala! Mauzi! Und hier sind, wie gesagt, die zwei Wäscheberge. Ja, Ei machen? Willst du Ei machen? Ja, Nala, komm her! Ei, Lia, machst du auch Ei? Ja, hier, musst du bei Nala. Nala, Ei machen, hier. Ei. Ei, super! Toll! Toll. Super. Oh, die hart, Leute. Guckt euch das an hier. Boah. Hier müssen wir nachher auch noch aufräumen. Ist auch noch von den letzten Tagen hier das Spielzeug, aber das ist nicht schlimm. Robi hat hier, wie gesagt, schon einmal durchgesaugt. Da ist er noch fleißig dabei. Hier müssen wir auch aufräumen. Genau, was ich euch noch zeigen wollte. Die Kleine schläft ja jetzt in ihrem eigenen Bettchen. Und wir haben das jetzt umgebaut. Also wir haben hier die eine Seite weggenommen. Genau, weil sie einfach nicht in ihrem Bett schlafen wollte. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir bauen einfach dieses eine Gitter ab und ich lege mich einfach mit da rein und es läuft einfach perfekt. Sie schläft wirklich jeden Tag hier drinnen, Mittagsschlaf und abends schläft sie jetzt komplett hier drinnen. Nachts gegen 2 Uhr möchte sie immer zu mir noch, aber dann hole ich sie einfach rüber, das ist gar kein Problem. Genau, und das klappt echt total gut. Lia ärgert schon wieder den Staubsauger. Ich gehe mal raus. Dann könnt ihr mich besser verstehen. Also es läuft, wie gesagt, echt total gut. Wir legen sie, also ich lege mich immer mit ihr dann ins Bett und dann schläft sie ein und gegen 2 Uhr nachts möchte sie dann immer noch zu mir. Aber das ist, wie gesagt, auch gar kein Problem, weil sie schon immer nicht, sie hat selten durchgeschlafen und immer so gegen 2, 3 Uhr wollte sie immer noch mal an die Brust und das ist ja auch völlig in Ordnung. Genau, und deswegen kenne ich das ja von ihr und deswegen ist auch alles gut, sie kann gerne nochmal nachts rüberkommen, beziehungsweise hole ich sie dann. Wir haben das Babyfon oben auf den Schrank gestellt, so haben wir sie direkt im Blick. Und das Babyfon habe ich dann immer bei mir. Und so höre ich sie dann immer direkt, wenn sie weint. Ja, aber ich bin auf jeden Fall super froh, dass wir es jetzt geschafft haben, weil es ist so krass, Leute.
was diese paar Stunden abends einfach ausmachen. Also wir legen sie so ungefähr immer um 7 hin. Jetzt hat Mucki den Staubsauger ausgemacht. Da muss ich einmal gucken gehen. Jetzt piept der die ganze Zeit hier. Läuft wieder. Ich muss gleich mal die Speicherkarte leer machen, weil die ist voll, sehe ich gerade. Aber das mache ich dann gleich noch schnell eben, dann, ja, sonst kann ich nicht mehr weiterfilmen. Genau, also was ich sagen wollte, ich finde, da muss ich übrigens auch noch aufräumen, aber egal. Ich verstecke es mal eben an meiner Schulter. Hier? Nee, das ist ein Fussel, okay. Was ich sagen wollte, genau, diese, also wir legen sie immer abends ungefähr um 7 hin. Und dann die Zeit, die Felix und ich haben, die wir sonst eben nicht hatten, weil Lia halt eben die ganze Zeit immer bei uns lag. Das ist so viel krass und das hat unsere Beziehung so krass geholfen. Also wir waren ja echt so, wir hatten regelmäßig Streit. Wir haben keine Zweisamkeit mehr gehabt, bis vor kurzem noch. Also es war wirklich nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel gestritten. Wir haben immer diskutiert und ja, es ging eigentlich jeden Abend immer nur, es war immer Stress, also irgendwie, es war immer Stress. Und jetzt, seitdem die Kleine drüben schläft, ist es einfach so schön. Wir haben Zweisamkeit, wir haben Zeit für uns, wir quatschen ganz viel, wir spielen richtig viel Karten jetzt auch. Richtig, richtig toll. Also es war auf jeden Fall eine mega Erleichterung für unsere Beziehung. Und auch wenn ich sie total vermisse und die erste Nacht war richtig schlimm, ich habe die ganze Zeit aufs Babyfon gestarrt und konnte nicht schlafen. Weil ich einfach so Angst hatte, dass irgendjemand kommt und sie entführt oder so. Total crazy, aber weiß nicht. Also irgendwie, ja, habe ich sie total vermisst. Aber jetzt so nach einer Woche läuft super, wirklich. Also ich bin auch total begeistert. Eine Nacht haben wir sie bei uns schlafen lassen noch, weil da hat sie Zähne bekommen. Und alle Eltern draußen wissen es, wenn Kinder Zähne bekommen, dann sind sie einfach, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, da haben wir sie bei uns schlafen lassen und am nächsten Morgen waren ganze 2 Zähne da. Das ist unglaublich. Also sie hat jetzt 2 neue Zähne, sie hat jetzt insgesamt 9 Zähne schon. Und jetzt ist die Speicherkarte voll, ich mache die mal eben leer und melde mich danach nochmal. So, gleicher Bereich, aber gut eine Stunde später. Die Speicherkarte ist wieder leer. Und wir hatten auch gerade schon einen Noteinsatz. Ihr seht, ich bin voller Blut, weil die Kleine sich gerade wehgetan hat. Und jetzt hat die ein Pflaster. Aber ist nicht schlimm, ihr geht's wieder gut. Wir haben jetzt gefrühstückt in der Zeit auch schon und ich werde jetzt eben kurz... Scheiße. Du hast so ein cooles Pflaster. So ein cooles Pflaster. Sie möchte das die ganze Zeit abkauen, das Pflaster. Auf jeden Fall werde ich jetzt kurz meine Haarmaske auswaschen gehen und mich dann direkt umziehen. Und oh, hey, wollen wir ein bisschen für Oma spielen? Bisschen für Oma spielen. Hm? Wir putzen jetzt Zähne. Ich habe hier die Zahnbürste von der kleinen Maus. Und ihre Zahnpasta. Lia, willst du selber putzen? Ihr wisst ja, wir putzen immer nach dem Frühstücken Zähne. Und ich habe jetzt auch schon meine Haare gewaschen. Trocknen hier gerade. Ich putze meine Zähne jetzt über einer ganz neuen hier Elektro-Zahnbürste. Ich war ja eigentlich immer Team Handzahnbürste, ich glaube, ihr wisst es, aber ich habe mir jetzt die neu gekauft, weil ich habe ein richtig großes Schnäppchen gemacht. Also eigentlich hat die 100 Euro gekostet, aber ich habe die einfach für 30 Euro gekauft, oh Gott, weil die aus dem Sortiment ging. Und genau, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die ist. Weil, ja, ich stehe übrigens auf dem Wasserhahn. ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie die ist. Ob das irgendwie was anderes ist. Ich habe noch nie in meinem Leben in einer elektrischen Zahnbürste geputzt. Felix hat ja auch eine, die genau dieselbe, nur in schwarz. Ich bin mal gespannt. Ja, probieren wir mal aus. So, ich bin fertig. Es ist so ein krasser Unterschied. Halla, die Waldfee. Erstmal, am Anfang hat es so ein bisschen komisch vibriert, es hat ein bisschen gekitzelt. Aber jetzt, wenn man es ein bisschen länger gemacht hat, ging das total in Ordnung. Zähne fühlen sich unglaublich sauber an. Wie vom Zahnarzt. Das ist echt krass. Und ich finde, man putzt auch automatisch länger, als wenn man jetzt zum Beispiel mit der Handzahnbürste putzt. Weil man einfach nicht so diese Anstrengung hat die ganze Zeit so und dann kreisende Bewegungen, sondern irgendwie mit der elektrischen Zahnbürste geht das alles viel einfacher und man putzt automatisch länger. Das habe ich jetzt festgestellt beim ersten Mal. Genau. Also bis jetzt bin ich total überzeugt. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ich habe ein paar, oder beziehungsweise eine Stelle hier unten gehabt, da hat das extrem gekitzelt, also habe ich wohl irgendwie einen Nerv getroffen oder so. Genau, aber ja, alles gut. Die Katzenbabys sind einfach so krass groß geworden. Hier ist die hübscheste von allen. Schaut sie euch mal an. Die kleine Maus, die ist so hübsch. Und die spielen schon richtig, ich zeige euch das mal. Da sind die drei kleinen Mäuse. Guck mal, wie die schon spielen. Und da kommt der Bruder auch schon angelaufen. Zack. So süß, ey. So süß seid ihr. So süß. Das ist der Pinsel. Oder die Pinsel. Das ist nämlich ein Mädchen. Die kleine Lucy, die geht zu meiner Schwester. Das ist die Kämpferin, die am Anfang ja, wie tot da lag. Da ist der einzige Kater. Genau, der kleine Mann hat ja auch schon ein Zuhause, aber noch keinen Namen. Bei uns heißt er immer Batman. Batman! Und hier ist die kleine Prinzessin noch. Da, das ist die schönste von allen. Da haben Felix und ich ja sogar überlegt, ob wir die behalten. Aber wir haben ja die Nala und sind damit ganz zufrieden. Sie ist so hübsch, Leute, ne? Die hat aber auch noch keinen Namen, hat aber auch schon ein Zuhause. Und die haben alle so eine schöne Färbung hier. Der ist so richtig süß getigert. Hier ist die Mama. Richtig toll, auch der Junge hier, der Bub, der hat so eine schöne Färbung. Richtig süß, ne? Richtig süß seid ihr. Oh, was macht die denn da, die Lucy? Ja, und Lia guckt hier immer ganz begeistert zu, ne, Lia? Hier haben die auch so Spielzeug, habe ich einfach so ein Stück Stoffrest genommen, das spielen die immer so richtig süß mit. Guck mal hier. So süß. Und die gehen auch alle schon aufs Katzenklo, die Feinen. Ne, und fressen auch schon. So süß. So, Lea, kommst du? Komm her, Schatz. Wir müssen noch ein Outfit für die kleine Maus raussuchen. Na, die Kleine braucht also noch ein Outfit. Suche ich jetzt noch kurz raus. Warte mal die Tür zu, weil sonst laufen die Katzen hier runter. Ich will nicht, dass die die Treppe runterfallen. Genau, Lia spielt hier gerade mit ihrem Puppenwagen. So süß, Leute, ich sag's euch. Und der Robi hat sich schon wieder festgefahren. Hier. Ach, hier am Schuh hat er sich festgefahren. Na komm. Jetzt. Genau. Lia hier mit ihrem Puppenwagen. Na, hier geht der andere Schuh auch noch hier. Robi. Genau, und ich suche jetzt ein Outfit. Es ist ziemlich kalt draußen und es regnet auch die ganze Zeit, deswegen gibt es heute ein bisschen was Längeres. Ich habe hier noch eine Strumpfhose von gestern liegen, die kann sie ruhig nochmal anziehen. Dann nehmen wir einen Body. Kann sie den hier anziehen, das Blaues. Ist er unterm Bett? Robi ist unterm Bett. Und tschüss! So süß, ey! Oh, pass auf! So, weiter geht's. Es geht den ganzen Tag so, Leute. Wir brauchen aber immer noch ein Outfit. Gucken wir im Kleiderschrank, was wir so finden. Ich habe der Kleinen nämlich eine neue Latzhose mit passendem Pullover genäht. Das ist eigentlich schon eine 92, ist auch einfach riesengroß. Aber es passt ihr trotzdem, also sie hat es trotzdem schon an. Ich habe extra hier zwei Knöpfe ran gemacht oben, damit man den noch verlängern kann. Und eben auch verkleinern kann, deswegen passt das jetzt schon. Genau, deswegen schaue ich jetzt gerade mal, was wir der kleinen Mutter anziehen. Tatsächlich habe ich ein bisschen zu wenig Klamotten. Also, es sieht total viel aus, aber wir brauchen auf jeden Fall Sommerklamotten und so. Aber da möchte ich mal bei Mami-Kreise schauen, man muss ja nicht mal alles neu kaufen. Deswegen schauen wir mal bei Mami-Kreise, ob wir da was Cooles finden. Was passendes, irgendwie was, ne? Jetzt für Sommer, also auf jeden Fall brauchen wir Sommerkleidung, weil ich habe keinen einzigen Kurzarmbody, nur ganz wenig kurze Hosen, ich glaube nur zwei, und deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Sommersachen und so. Ja, so an sich haben wir relativ viel Klamotten, ich muss mich unbedingt umziehen hier und das in kaltes Wasser einlegen, weil Blut hilft ja kaltes Wasser total gut. Ich hoffe, das geht raus, weil ich mag das Shirt sehr, sehr gern. Ja, jetzt brauchen wir erstmal ein Outfit, wie gesagt, immer noch. Das ist immer so schwierig, ey. Ich glaube, ich ziehe mal heute diese Hose hier an.
Und die finde ich so süß. Steht dir auch total gut. Ne, mein Schatz? Sitzt gerade in ihrer Spielecke und lacht mich an. Ja, jetzt haben wir schon mal ein Outfit, das bekommt sie dann nachher an. Ich denke mal nach dem Mittagsschlaf. Ich lasse sie jetzt einfach noch ein bisschen im Schlafanzug. Ne? Sehr bequem, passt gut. Ah, dein Trinken will sie. Trinken? Willst du den Trinken hören? Bitteschön. Ja, was ich euch noch erzählen wollte. Ich kann ja schon mal zumachen. Es war so süß gerade, als ich hochgegangen bin, habe ich Nasco gerufen und ich sage ja immer Nassi zu ihm. Und damit er mit hochkommt und Lia auch die ganze Zeit Nassi, Nassi, Nassi. Das war so süß, Leute, ich sag's euch. Ich wollte es eigentlich filmen, aber als sie die Kamera nahm, da war sie, ja, ist nicht mehr gemacht. Gut, Robi saugt hier noch ein bisschen, dann müssen wir nachher noch die Wickeltasche fertig machen. Und ich werde jetzt erstmal aber ein paar Dinge erledigen, die ich schon die ganze Zeit erledigen möchte. Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Achso, hier haben wir übrigens neue Bilder hängen. Das zeige ich aber euch irgendwann anderes nochmal. Weil Felix hat gestern ein Bild da von der Wand geholt, weil er hier die Türen geknallt hat. Und deswegen hat er hier das eine Bild von der Wand geholt. Das ist jetzt der Bilderrahmen kaputt gegangen. Deswegen werde ich da nochmal entweder einen neuen holen oder mein Vater schafft es nochmal, den zu reparieren. Ich hoffe, er schafft es, weil ich glaube, Action gibt es die gar nicht mehr. Schon so lange und immer halt geplant für diese Ecke hier im Flur. Ja. Aber jetzt fehlt da ein Bilderrahmen. Das sah so schön aus, Leute. Aber gut, jetzt ist es so. Achso, und was ich euch noch zeigen wollte, wir haben jetzt hier im Schlafzimmer haben wir auch ein paar Bilder hängen. Das kann ich euch aber nicht zeigen, weil da seht ihr Lia drauf. Und wir haben jetzt hier so einen Dufterfrischer. Ich glaube, das kennt ihr. Das sind ja die von Airwick. Genau. Und ich habe den einfach mal so gekauft, weil ich die bei meiner Schwester gesehen habe. Und bei meiner Schwester riecht es immer so unglaublich gut. Da dachte ich mir, komm, jetzt brauchst du auch mal so einen. Jetzt haben wir den hier hingestellt. Ich finde, es riecht unfassbar gut. Also es riecht unglaublich gut. Aber es ist ganz schön laut, das Ding. Also immer wenn das sprüht sozusagen, es sprüht ja immer automatisch, dann ja, erschreckt man sich schon ein bisschen. Also ich denke immer, irgendeine Katze niest oder so. Ho, oh, bist du schon wieder festgefahren? Schon wieder festgefahren mit dem Kinderwagen hier? Ja, so, Mucki. Jetzt kannst du weiter. So, meine Lieben, ich habe mich gerade fertig gemacht, ein bisschen geschminkt und meinen neuen Lipgloss ausprobiert. Ja, passt gut, finde ich. Oder? Was sagt ihr? Genau, ich habe mich auch umgezogen, weil ich war ja voller Blut. Habe mir einfach das gleiche Shirt nochmal angezogen, nur in grau-schwarz. Ich finde das nämlich so schön. Kann ich das mal im Spiegel zeigen. So sieht das aus. Ich habe einfach so eine Löcher-Jeans dazu an. Gürtel auf jeden Fall, weil sonst rutscht mir die Hose den ganzen Tag. Genau. So sieht das also aus. Und jetzt düsen wir los. Genau. Ich werde also schon schnell die Flasche einpacken. Übrigens, meine Haare sind auch nass. Die mache ich nachher auf, wenn sie trocken sind. Ich denke mal, wenn ich bei meiner Schwester bin, sind sie trocken. Und dann, genau. Es ist auch schon fertig. Die Kleine ist auch schon fertig. Ich habe gerade umgezogen. Ist nämlich noch hier ihre Flasche mit. Und bring noch kurz die Wäsche mit runter. Dann können wir auch schon losdüsen. Ja, gibst du mir mal das Portemonnaie wieder? Dankeschön. Ich räume das nämlich immer gern aus. Nimmst du eine Flasche dafür? Super. So, Maske. Weil ich muss am Rückweg heute noch einkaufen. Ich war diese Woche noch gar nicht einkaufen. Wir haben schon Donnerstag. Aber wir hatten einfach noch zu viel zu essen. Dann brauchen wir nicht einkaufen gehen unnötig. Ne? Und deswegen, genau, heute muss ich auch nur Brot kaufen. Also ein bisschen Brot, frisches Brot, ein bisschen Obst und Gemüse einfach noch. Sonst haben wir auch noch alles da. Ich finde, das passt so gut mit dem Lipgloss. Ja, gefällt mir sehr gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so, was das Schminken angeht, aber so ein bisschen leichtes Make-up gefällt mir total gut. Und sieht einfach auch direkt viel frischer aus, finde ich. Aber ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Genau, ich werde jetzt also schnell den Hund schnappen, die Wickeltasche schnappen und die Lia schnappen. Und dann düsen wir los. Wir sind zu einem Auto wahrscheinlich wieder. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir nicht bei uns, sondern wir sind schon bei meiner Schwester. Wir haben jetzt auch schon den Tag miteinander verbracht, einfach so ein bisschen gequatscht. Das machen wir Mädels total gerne. Wir machen so eine Quatschrunde und quatschen über die Männer und all so Themen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so jemanden habt, der auch so, mit dem ihr auch so viel quatschen könnt. Also ich quatsche meine Schwester wirklich über alles. Ich quatsche sogar mehr mit ihr. Ja, mit ihr.
Als mit meinen Eltern. Genau, so wollte ich das sagen. Ja. Und jetzt stehe ich hier gerade im Babyzimmer. Einige wissen ja, meine Schwester ist schwanger und sie ist auch schon in der 34. Woche. Also es dauert nicht mehr lange. Und ich kann das ja mal so ein bisschen erzählen. Also ich möchte nicht zu viel erzählen. Sie hatte jetzt 8 Jahre, glaube ich, Kinderwunsch. Und ja, es hat immer nicht geklappt. Und jetzt hat sie eine neue Partnerschaft seit 1,5 Jahren. Doch 1,5 Jahren, genau. Und zack, es hat direkt geklappt. Und jetzt, ja, ist sie schwanger seit 34 Wochen und wir sind alle super happy, weil wir hätten damit niemals mehr gerechnet, weil, ja, wegen diesem langen Kinderwunsch. Und jetzt, ja, darf sie auch mal ein Kinderzimmer einrichten, hat das auch schon erfolgreich gemacht. Ich stehe gerade drin. Ich habe es euch auch schon mal auf Instagram gezeigt, aber ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen hier auf YouTube. Genau, es ist so ein bisschen maritim angehaucht, wie ihr hier schon an der Bordüre sehen könnt. Aber ich würde sagen, ich drehe euch einfach mal um und zeige euch einfach so einen kleinen Einblick und genau, wünsche euch einfach viel Spaß. So, hier ist die Tür, hier stand ich gerade und hier haben wir, wie gesagt, einmal die Bordüre, die geht einmal so rum. Die ist richtig toll, streichen wollten sie hier nicht, weil der Raum sehr klein ist, das seht ihr gleich. Genau, dann haben wir hier eine Wickeltasche, Wickelrucksack, das habe ich ihr beides gegeben. Also eigentlich habe ich ihr die komplette Ausstattung gegeben, weil ich das alles ja da hatte. Hier hat sie schon so einen kleinen Pucki von uns bekommen, wenn er ein bisschen größer ist, der kleine. Hier hat sie ein richtig tolles Bild, das wurde selber gemalt von ihrer Freundin. Und hier haben wir das Gästebuch von der Babyparty letzte Woche. Und genau, das ist so diese Ecke hier, hinter der Tür eben. Und dann hat sie hier so einen richtig großen Eckschrank stehen. Und da steht auch einmal die Badewanne drauf, auch von uns. Und der Nomi-Hochstuhl, den haben sie sich selber gekauft in richtig schön blau. Und da ist jetzt eben der Kinderaufsatz drauf, weil sie jetzt eben den Babyaufsatz drauf hat im Wohnzimmer schon. Und das, der Babyaufsatz ist auch von uns. Aber das hier haben die selber gekauft, richtig schön. Ich konnte sie überzeugen vom Nomi. Genau, und das hier ist der Kleiderschrank. Und hier, da drehe ich mich einmal um, damit ihr es besser sehen könnt. Also wir stehen jetzt hier an der Tür. Und hier sieht man jetzt so den Blick. Also ihr seht, das Kinderzimmer ist nicht so groß, aber ich finde für ein Baby absolut ausreichend. Also das schläft ja sowieso noch im Beistellbett. Und ich finde, so passt das richtig gut. Und nachher kommt hier eben statt der Wiege, kommt hier halt das große Bettchen hin und auch dann ist noch super viel Platz. Genau, also haben wir hier den Windeleimer auch von uns. Wir benutzen den einfach nicht mehr wegen den Stoffwindeln. Und genau, deswegen habe ich den Windeleimer auch einmal abgegeben. Und die Wickelkommode steht jetzt auch schon erst seit gestern hier. Die haben sie jetzt ganz frisch noch. Und die hat sie heute auch richtig fleißig schon eingerichtet gerade. Und ich finde, das sieht auch schon so richtig süß aus. Und wenn man hier jetzt die kleinen Windeln anschaut, Leute, das ist so mini. Gott, wenn ich überlege, dass Lia da mal reingepasst hat, das ist so krass. Genau, und auch hier seht ihr so ein bisschen maritim. Ich habe ihr hier eine Wickelauflage genäht. Die haben wir auch für Lia, so in Wickelauflagenbezug. Und ich fand das so schön, weil erstens ist es total weich, zweitens kann man es immer waschen und drittens passt es halt total schön hier in das, ja, dunkelblau-weiße Zimmer, maritime Zimmer. Genau, hier ist eine Lampe, auch schon, die hat sie geschenkt bekommen und da sind so Anker drin und auch so der Name, wenn sie leuchtet. Aber den Namen möchte ich noch nicht verraten, falls irgendwie... ja, ich glaube, irgendwann erfahrt ihr das bestimmt, aber jetzt möchte ich noch nicht verraten. Genau, so sieht es hier mit der Wickelkommode aus. Und dann haben wir hier hinten einmal einen Schaukelstuhl. Ich finde, der passt hier auch richtig toll rein. Und hier haben wir dann auch selbst genäht von der zukünftigen Oma einmal so richtig schöne Vorhänge. Die dunkeln auch richtig gut ab und die sind so schön genäht. Ich bin richtig neidisch. Und ein riesengroßes Fenster, wie ihr seht. Und dann habe ich hier meiner Schwester unseren Stubenwagen überlassen, weil der bei uns auch nur rumstand. Also ich bekomme die Sachen zurück, wenn sie sie nicht mehr braucht. Aber ich habe ihr gesagt, bevor du das jetzt alles neu kaufst, leih das einfach aus. Ist ja einfach am besten. Genau, der steht jetzt hier, wie gesagt. Und da habe ich auch so ein kleines Nestchen für sie genäht. Und hier auch den kleinen Löwen hat sie von uns zur Babyparty bekommen. Und das Nestchen habe ich hier auch genäht. Das ist auch mit so Ankern, weil sie ja, wie gesagt, alles sehr maritim halten möchte. Und auch hier der gleiche Stoff wie hier die Wickelauflage. Und in diesem Stoff mit diesem Waffelpiqué in dunkelblau und weißen Jersey habe ich auch nochmal Bettwäsche genäht, später für das große Bett, damit es dann auch wirklich alles passt. Genau, und hier ist es dann der Stubenwagen. Hier haben wir nochmal so eine kleine Girlande. Und hier steht die neue Babyschale. Auch die habe ich ihr überlassen, weil die hatte ich noch übrig von unserem My Junior Kinderwagen. Und da habe ich ihr die überlassen, die ist noch nagelneu und da hat sie sich auch super gefreut, dass sie das auch nicht kaufen muss. Und hier steht jetzt noch so ein kleines Leiterregal, so eins haben wir auch für Lia. Und genau, da hat sie einfach noch so ein bisschen Deko. Und dann hat sie hier schon die Toni-Box geschenkt bekommen von einer Freundin mit ein paar Tonis. Genau, und auch hier wieder so ein paar Anker-Details. Das finde ich auch so süß hier mit der Möwe zum Beispiel. Das erste Sparschweinchen. Genau.
Und so sieht das hier also aus. Richtig, richtig schön. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns alle riesig, weil wir das echt nicht mehr erwartet haben. Und es ist so unglaublich, dass sie jetzt wirklich schwanger ist. Ja, wir sind auf jeden Fall mega happy und ja, sind freudig und warten auf den kleinen Mann, bis er endlich kommt. So, und das hier ist der Kinderwagen. Da haben auch schon viele gefragt, weil ich einmal hier in diesem Spiegel ein Foto gemacht habe auf Instagram. Und da haben viele gefragt, ob das der Kinderwagen meiner Schwester ist. Und ja, den haben wir zusammen ausgesucht. Und sie hat sich für ein ABC entschieden. Sie findet das Design sehr schön. Und ich finde ihn auch so schön in diesem Grau-Braun. Und da steht auch schon die Kliniktasche, falls es schon losgeht. Steht hier alles bereit. So, und da dürfen wir noch mal einen ganz kleinen Blick ganz, ganz heimlich hier ins Schlafzimmer werfen. Hier steht nämlich das Beispiel, aber das kennt ihr aber schon auch schon. Das ist nämlich von Lia noch. Auch das habe ich meine Schwester überlassen, bis es eben nicht mehr passt. Ne? Bis der kleine Mann da nicht mehr reinpasst. Und sie hat das auch hier mit dem Nestchen und so wie wir das eben hatten. Und hier ist auch so ein ganz, ganz süßer kleiner Schlafsack. Der ist auch selber genäht, aber nicht von mir. Von einer ganz lieben Freundin. Und das sieht so süß aus. Ja, und das kommt dann eben... Oh, das kommt dann eben ans Bett, wenn es dann soweit ist. Und hier ist die Bella. Bella. Hallo Bella. Mal gucken, mal Puppi. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich jetzt auch schon abgeschminkt. Ich sehe immer so ein bisschen verprügelt aus, habe ich gerade zufällig gesagt, weil meine Augen auf einmal immer so rot werden, wenn ich mich abschminke. Genau, Lia redet gerade mit unserem Staubsauger. Und genau, wir sind alle schon bettfertig, werden uns jetzt ins Bett legen. Es ist auch relativ spät. Ich und meine Schwester waren am Ende noch kurz Döner essen. Und genau, ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine gute Nacht. Das kann ich euch nicht sagen, weil ihr den Vlog bestimmt... Egal. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Ich vlogge morgen weiter für euch tatsächlich, aber das seht ihr in einem anderen Vlog. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!